bestimmt mein Video gesehen mit den 3-2-1-Rippchen. Aber ihr habt nicht immer 6 Stunden Zeit für den ganzen Prozess. Deswegen zeige ich euch heute eine Variante, wo wir einfach mal die erste Stufe, diese 3 Stunden, überspringen. Ich möchte euch nämlich vor diesen Leuten hier warnen, ja? Vor diesen Hipstern, die hier mit ihrem Vollbart immer rumlaufen und euch immer ihren Blödsinn erzählen. Nur Fleisch vom Metzger aus der Eifel, pipapo. Wir haben hier nämlich jetzt mal hier ganz normale Rippchen. Ich glaube, die haben wir, jetzt habe ich schon aufgeschnitten hier. Ich glaube, die haben wir beim Lidl gekauft, oder? Ja. Ne, ganz normale Rippchen beim Lidl, vormariniert. Normalerweise, ihr kennt das, bei 3-2-1 sind man die Trockenmarinade und lässt sich quasi 3 Stunden irgendwie erstmal eine gewisse Kruste ziehen. Danach lässt man sie dann hier dünsten in dieser Form. 2 Stunden und dann nochmal eine Stunde aufstellen mit Marinieren und Mobben und sowas. Schritt 1 geht jetzt weg. Diese 3 Stunden da die 3 Stunden da Kruste aufbauen und sowas brauchen wir alles mal nicht. Da können wir getrost verbessern. Haben wir nicht Zeit für. Also beide Deckel drauf. Ihr kennt ja die Phase 2. Hoppala. Die ganze Kiste hier, 4 Wacks, ja. Die kommen hier oben drauf. Hoppala. Hey. Schön gucken, dass es abschließt. Deckel drauf. Thermometer umdrehen, das wird gleich um die 180 Grad ungefähr haben. Und da lassen wir erstmal schön 2 Stunden ziehen. Ich weiß selber nicht, ob das funktioniert, aber was soll schon groß schief gehen? Wir sparen Zeit und Geld. Bis später, Freunde. Sagt, wir lassen diesen ersten 3 Stunden Schritt mal bei den Rippchen weg und fangen mit dem 2 Stunden Schritt an, diesen dünnsten. 2 Stunden sind rum. Tatsächlich sogar ein bisschen länger als 2 Stunden. Schau mal hier, die Temperatur auf dem Grill. Die ist konstant bei irgendwie 160 geblieben, wie sich das gehört. Ich habe natürlich 2 linke oder was weiß ich, aber egal. Guck mal, der ist auch viel länger als der andere. Aber egal, wir sind ja hier bei Profis. Kommt, wir gucken mal nach. Die sind jetzt 2 Stunden im eigenen Saft gedünstet. Ach, falsche Seite. Oh mein Gott, oh mein Gott. Gehen wir mal den Deckel hoch. Ja, Freunde, hä? Guck mal, da haben wir schon Fell of the Bone, ohne den ganzen Blödsinn. Also, das wird jetzt von mir mal hier in diese tolle Schale oder diese tolle Aufstellung, ihr kennt das ja schon, reingestellt und dann sehen wir uns gleich wieder. Man sagt ja auch zu den, hab extra die Kappe mit den Rex aufgezogen hier, man sagt ja auch zur Rippchen Rex. Ich habe sie jetzt hier schon aufgestellt und die sind schon auseinandergebrochen. Ne? Es sind ja eigentlich 4 gewesen, aber es sind ja jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier mit 7. Also ihr seht ja, die sind schon mir hier Fell of the Bone gewesen. Das ist ja schon richtig krass. Guck mal hier, das letzte Stück versuche ich hier noch irgendwie so hier rein zu quetschen, so nebendran. So. Hoppala, hält noch einmal. Normalerweise kommt ja jetzt diese Marinade-Geschichte, dieses Mobben mit Barbecue-Soße und braunen Zucker und Ahornsirup. Wir haben jetzt hier nur die Barbecue-Soße. So, das machen wir einfach hier mal so schön dran, wie sich das gehört. Ja, wie man das in Amerika auch macht. Schön von allen Seiten. Später mit dem Löffel ein bisschen verteilen. Später. Und jetzt einfach Deckel drauf. Und dann im 10-Minuten-Takt, ei, immer wieder nachlegen. Wir sehen uns später, Freunde. Jetzt um, Freunde. Gucken wir nach hier. War permanent, achso, da sieht man ja nochmal 160 Grad die ganze Zeit, ne? So ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Wie dem auch sei, guck mal hier, wie das aussieht. Herrlich, oder? Schön leicht, so Burn-End-mäßig auch, ja? So, guck mal hier. Jetzt hier. Alle schön rein, die Whips. Guck mal das hier, guckt euch das mal an, Freunde, der Knochen, der geht einfach ab. Ach, herrlich, herrlich. Also, das wird jetzt hier alles schön in die Ikea-Schale gelegt, dann wird das gleich verzehrt und dann sehen wir uns auch noch gleich. Boah, guckt euch mal das, boah, guckt euch das mal an hier. Boah, und dann wird das alles hier verzehrt und dann, obwohl, nee, guck mal, den Test können wir jetzt machen. Oh, heiß. Oh, lecker, aber zu heiß. Wir müssen ein bisschen warten, ich melde mich gleich. Warte. Guck dich das an, hier, wie sich das Fleisch rauslöst. Hier. Herrlich. Ich habe jetzt schon hier so ein halbes Wack gegessen, muss ich wirklich sagen.
sechs Stunden sind sie besser. Aber ihr spart 3 Stunden. Ihr spart dieses ganze Vormarinieren. Macht das so, wie ich euch das empfehle. Das ist besser. Lasst euch da von diesen ganzen Grill-Junkies auf YouTube nicht da irgendwie für blöd verkaufen. Geht zum Lidl oder zum Aldi oder sonst wo. Kauft euch die günstigere Variante. 2 Stunden im Dampfgarer, 1 Stunde mit Barbecue-Soße. Und ihr habt wirklich ein geiles Ergebnis. Viel Spaß beim Nachmachen.